vielen Dank für die Einladung und für die Einführung. Wie ja gerade eben schon gesagt wurde, mein Name ist Dominik Campanella. Ich bin einer der Mitgründer und auch Geschäftsführer von Concular. Und die erste Frage, die sich überhaupt stellt, warum brauchst du eigentlich ein digitales Ökosystem für zirkuläres Bauen? Denn was wir heute gesehen haben, ist ja, dass wir eigentlich schon sehr, sehr schöne Gebäude bauen. Wir bauen eigentlich perfekt. Das ist ja auch der Anspruch aller Architektinnen. Nur was wir eigentlich seit den letzten 80 Jahren nicht gemacht haben, ist, den Klimawandel wirklich mit einzuberechnen. Denn wir bauen weiterhin für eine Welt ohne Klimawandel und das ist ein großes, großes Problem. Wir bringen immer mehr Aspekte der Energieeffizienz rein, aber wir haben viele Aspekte eben noch nicht mit inbegriffen und die Baubranche hat da auch einen großen Beitrag zum Klimawandel, denn eigentlich den größten, denn die Baubranche ist der größte Umweltverschmutzer der Welt und ich glaube, viele innerhalb der Baubranche wissen das noch nicht und vor allem auch nicht außerhalb, aber 60% des gesamten Abfalls stammt aus der Baubranche und 40% des CO2-Ausstoßes. Es gibt keine Branche, die mehr CO2-Ausstoß hat. Und wenn man sich mal genau anschaut, woher kommt denn eigentlich dieser CO2-Ausstoß? Wenn man jetzt jemanden fragen würde, dann würde die Person wahrscheinlich sagen, okay, das ist das Heizen und so weiter. Aber ist es am Ende, ist es die Herstellung von Materialien. Also über die Hälfte des CO2s entsteht durch die Herstellung von Materialien. Das heißt, wenn wir heute ein Gebäude bauen, wenn wir es fertig gebaut haben, dann ist schon über 50% des CO2s über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes in der Luft. Und das ist natürlich immens und da müssen wir ansetzen. Und das Riesenproblem, warum das heute so ist, ist das Take-Make-Waste-Prinzip. Nicht nur in der Baubranche, sondern eigentlich überall. Wir nehmen Ressourcen aus unserer Erde, wir stellen Material her, wir verbauen die und im Innenausbau zum Teil nach 5 bis 10 Jahren. Aber auch sonst werden diese Materialien genommen. Und was wird damit gemacht? Die landen auf der Deponie und im besten Fall werden die downcycled, Straße- und Wegebau. Da gehen die meisten Materialien hin oder sie gehen auf die Deponie oder werden verbrannt. Man muss leider sagen, wir bauen nicht für die Ewigkeit. Gebäude stehen im Durchschnitt 39 Jahre und werden dann komplett abgerissen. Und deshalb müssen wir diesen linearen Lauf in einen zirkulären Lauf bringen. Wir müssen Materialkreisläufe schließen und das ist die größte Herausforderung der Baubranche in den nächsten Jahren. Und genau warum diese Ressourcenproblematik, die führt natürlich zu der Materialknappheit, damit zu natürlich entsprechend hohen Preisen. Der Klimawandel ist einer der ausschlaggebenden Punkte, warum es zu diesem Klimawandel kommt. Und die Deponiekosten steigen natürlich immens. Also beim Rückbau werden zum Teil Materialien in Deutschland 500, 600 Kilometer gefahren bis zu einer Deponie. Das ist natürlich total abstrus, dass man quasi vermeintlichen Abfall nimmt und den dann 600 Kilometer irgendwo in eine Deponie packt. Obwohl das meiner Meinung nach keine Abfälle sind, sondern das sind wertvolle Materialien, die man wieder einbringen kann. Das heißt, wir müssen komplett neu denken. Wir müssen Gebäude am Ende des Lebenszyklus komplett neu denken. Wir müssen diese als urbane Mine begreifen und eben als Quelle für neue Produkte und neue Gebäude. Und das ist das, was wir von Concular machen. Das ist das, wo wir denken, die komplette Branche muss sich hin entwickeln und wir auch sehen, dass es sich in diese Richtung entwickelt, aber leider natürlich noch viel zu langsam. Die ganzen Materialkreisläufe, die müssen einer bestimmten Hierarchie folgen. Wenn wir über Circular Economy reden, dann sprechen wir sehr, sehr schnell über das Recycling. Aber wenn wir hier auf den Circular Economy Produktlebenszyklus schauen, ist Recycling ganz unten. Das, was wir am Anfang machen müssen, ist Reduce. Das heißt, wir müssen mit dem Bestand arbeiten, wir müssen den Bestand erhalten und wir müssen schauen, dass wir den Materialeinsatz so niedrig wie möglich halten. Wenn das nicht funktioniert oder als nächster Schritt, dann müssen wir über Reuse nachdenken. Das heißt, wir müssen Materialien 1:1 wiederverwenden. Das heißt, idealerweise sind sie natürlich so eingebaut, dass man sie 1:1 wieder herausnehmen kann, entweder zum Beispiel aufarbeiten kann, reparieren kann und dann wieder einbringen kann. Und nur dann, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir Recycling nachdenken. Und Recycling ist auch gefährlich als Begriff, weil Recycling kann vieles bedeuten. Jede Person versteht was anderes. Recycling kann hochwertiges Recycling bedeuten. Recycling kann aber auch Downcycling bedeuten. Und leider, wenn man sich das anschaut, was heute passiert, in Deutschland, Recyclingquote im Bauwesen liegt bei 95%. Jeder, der mal auf einer Baustelle war, weiß, also irgendwas stimmt ja hier nicht.
die Definition von Recycling ist einfach eine, die also von der EU vorgegeben, die einfach nicht passt zu der Realität. Das heißt, es wird nicht richtig gemessen, demnach können auch nicht die richtigen Schritte gemacht werden. Das heißt, wir müssen von Anfang, von ganz oben nach ganz unten gehen und immer diese Hierarchie im Auge behalten. Wie ich gerade eben auch gesagt habe, das ist ein sehr, sehr wichtiges, dringendes Thema. Es gibt die Treiber, die ich ja zum Teil gerade eben schon aufgelistet habe. Es passiert jetzt auch relativ viel regulatorisch und ökonomisch. Regulatorisch sehen wir, dass ganz, ganz viele Gesetzvorhaben, Zertifizierung und so weiter sich in diese Richtung entwickeln. Wir haben so als übergreifendes Thema die Taxonomie for Sustainable Finance, die eben sagt, okay, was sind nachhaltige Aktivitäten? Die zum Beispiel sagt, okay, ich muss einen bestimmten Prozentsatz an Reuse und Recycling Material bei einem Neu- oder Umbau benutzen. Ansonsten wird das Gebäude nicht nachhaltig deklariert und dann kann es auch nicht finanziert werden. Aber auch sehen wir zum Beispiel Zertifizierung wie von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, dass die neue DGNB Version 23 auch einen komplett neuen Teil hat, nur für zirkuläres Bauen, wo entsprechend Materialien mit eingebracht werden müssen und auch dokumentiert werden müssen. Und ökonomisch, wie gerade schon gesagt, es wird richtig teuer, Materialien wieder zu deponieren. Es wird richtig teuer, da letztendlich diesen linearen Weg zu gehen. Und es wird auch richtig teuer, neue Materialien zu besorgen, die aus Primärrohstoffen bestehen. Das ökonomische Gleichgewicht verändert sich immer mehr in Richtung, es ist günstiger, sich Materialien zu nehmen, die aus wiedergewonnenen Quellen kommen. Und das alles führt dazu, dass wir, wie gesagt, langsam, aber sicher in eine Circular Economy gehen. Wir von Concrely, wir haben das schon vor 11 Jahren realisiert. Einer unserer Mitgründer, Architekt seit 35 Jahren, hat auf Baustellen gesehen, was für riesige Abfallmengen dort entstehen. Wir haben gesagt, okay, da ist Abfall, andere wollen diesen, also vermeintlicher Abfall, andere wollen diesen, dann lass uns doch einfach einen Marktplatz bauen. Haben wir letztendlich Restado programmiert, einen Marktplatz, bei dem man Materialien kaufen und verkaufen kann. Jeder kann das benutzen. Haben wir über die letzten 11 Jahre zum größten Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe in Europa gebaut. Aber was wir dort gemerkt haben, das funktioniert zwar gut, aber das funktioniert vor allem für Private und Kleinunternehmen. Wenn ich ein großes Bauprojekt habe, dann funktioniert das nicht. Das ist schön, dass es jetzt diese Plattform gibt, aber wir wollen mehr. Denn wenn wir uns anschauen, wo können wir wirklich die größte Veränderung haben, dann ist das bei den großen Bauprojekten, dann ist es bei den professionellen Akteuren in der Baubranche. Und deshalb, was wir dann gemacht haben vor knapp 3,5 Jahren, ist, dass wir zu über 100 verschiedenen Akteuren gegangen sind und haben gesagt, okay, warum nutzt ihr eigentlich Materialien wieder? Und aus den ganzen Antworten haben wir dann gesagt, okay, dann lasst uns Concula gründen. Concula als digitales Ökosystem für zirkuläres Bauen, für professionelle Akteure, für große Bauprojekte, das sich spezifisch auf diese Problematiken fokussiert. Das heißt, eine bestimmte Anzahl von Materialien in einer bestimmten Qualität, in einer bestimmten Zeit mit Gewährleistung an einem bestimmten Ort zu haben. Das ist das, was letztendlich der heutige Prozess ist und das ist das, was wir mit Concula umsetzen, was viel, viel mehr als ein Marktplatz ist. Und dieses Prinzip, wie wir das machen, das lässt sich auch auf andere Unternehmen letztendlich anwenden. Und ich will ein bisschen erklären, was wir machen, um dann vielleicht auch Inspiration zu geben, wie in Zukunft ein Prozess aussehen kann. Die große Problematik, die wir festgestellt haben, warum Materialien nicht in den Kreislauf gebracht werden, ist, dass wir gar nicht wissen, was in dem Gebäude verbaut ist. Also egal, in welchem Gebäude Sie heute waren, niemand weiß, was in diesem Gebäude drin ist, niemand weiß, was in jedem anderen Gebäude drin ist. Das heißt, wir müssen Materialien eine Identität geben. Und nur wenn wir Materialien eine Identität geben, geben wir diesem einen Wert und schaffen es dann, auch diese Materialien wieder in den Kreislauf zu bringen. Denn wenn hier ein Rückbauunternehmen reinkommt, dann ist es schon viel zu spät, weil die haben nur ein paar Wochen Zeit, die Materialien so schnell wie möglich irgendwo loszubekommen. Wenn man aber jetzt Monate oder sogar Jahre davor schon weiß, was ist in einem Gebäude, kann man entsprechende Wertschöpfungsketten aufbauen, um die Materialien wieder in den Kreislauf zu bringen. Man muss ja unterscheiden zwischen Neubauten und Bestandsgebäuden. Bei neuen Gebäuden wird hoffentlich in BIM geplant. Bei Concula kann man, ja nicht immer, aber hoffentlich, man kann auch Excel-Dateien hochladen, kann die auf Concula hochladen. Die werden letztendlich verknüpft mit Ökodaten, also EPDs letztendlich, was für einen ökologischen Fußabdruck hinter dem Material ist. Und so geben wir dem schon mal eine Identität. Aber wie ich ja schon gesagt habe, die große Herausforderung liegt eigentlich im Bestand, der umgebaut oder rückgebaut wird. Und dort haben wir eine Software entwickelt, mit der man wirklich sehr, sehr systematisch ein Gebäude aufnehmen kann. Das heißt, wir gehen in ein Gebäude mit dieser Software,
Software können sehr, sehr schnell, 10.000 Quadratmeter dauern ungefähr einen Tag, alle relevanten Materialien in den Gebäude aufnehmen, natürlich auch Planungsunterlagen und so weiter, und haben dann wirklich ein digitales Materialinventar von dem Gebäude, um dann wirklich zu schauen, wo können diese Materialien wirklich am Ende hinkommen. Wir benutzen auch Technologien wie 3D-Scans, wo wir letztendlich einen Raum innerhalb von einer Minute abscannen können, mit Computer Vision-Algorithmen auch erkennen können, das ist eine Tür, das ist eine Wand und so weiter. Aber das hat natürlich seine Grenzen. Wir können nicht hinter Wände schauen. Wir können auch nicht schauen, was für eine Materialität zum Beispiel diese Wand hat. Es ist nur Unterstützung, aber es ist noch nicht an dem Punkt, an dem wir das wirklich vollautomatisiert machen können. Aber wir können es sehr effizient machen. Und wenn wir eben diese ganzen Informationen haben, können wir die eben anreichern mit ganz, ganz vielen Daten, wie gesagt, EPDs, sowas, wie ist normalerweise dieses Material eingebaut, wie einfach ist es, das Material auszubauen, was für einen Wert hat das Material auf dem Sekundärmarkt. All diese Informationen helfen dann dabei, wenn das Gebäude einen Rück- oder Umbau hat, dass wir das wieder einbringen können. Und wie wir das machen, ist, dass wir mit Herstellern zusammenarbeiten, Recyclingunternehmen, verarbeitenden Unternehmen. Wir gehen zu denen und sagen so, hey, also wir wissen zum Teil 3 Jahre davor, dieses Gebäude wird abgerissen, wir wissen, was in diesem Material, was in diesem Gebäude drin ist. Wir gehen zu denen und sagen, zum Beispiel zu Wienerberger, ihr macht tolle Ziegelsteine, ihr nehmt die doch bestimmt zurück und verkauft die wieder. Und das funktioniert. Also wir arbeiten auch mit Wienerberger zusammen und natürlich dann auch verarbeitende Unternehmen und so weiter, die sich spezialisieren auf bestimmte Materialien, die gibt es schon. Das ist nur ein Ökosystem, was sehr, sehr verteilt ist. Und wir bringen die alle zusammen und bringen für jedes Material eine Wertschöpfungskette, wir nennen das zirkuläre Wertschöpfungsketten, um die wieder in den Kreislauf zu bringen. Und der Kreislauf schließt sich, weil natürlich dann wieder Planende ihr BIM-Modell hochladen und dann matchen können die Materialien, die hier benötigt werden, mit den Materialien, die wir auch zur Verfügung haben. Und so können wir wirklich Kreisläufe schaffen. Zentral, wir nennen das Lifecycle Passport, andere nennen das Materialpässe, ist das. Und das ist eben viel mehr als Kreisläufe zu schließen, was zum Beispiel 2 Dinge, die ich hier erwähnen möchte, was zum Beispiel spannend ist, ein Szenario vergleicht. Also wie gesagt, die Taxonomy, DGNB und so weiter, die sagen, okay, ihr müsst x% Reuse- und Recyclingmaterial nutzen. Man kann einfach das BIM-Modell hochladen, sagen, ich möchte den Prozentsatz an Reuse- und Recyclingmaterial, und dann kann man Szenarien vergleichen, zu sagen, okay, dieses Material wird von Primär zu Sekundär ersetzt. Was macht das in meiner Ökobilanzierung? Was macht das mit meinen Kosten und so weiter? Das heißt, Szenariovergleiche, das ist etwas, was Planende in Zukunft viel, viel mehr machen müssen und wo Plattformen wie Concula auch unterstützen können. Aber auch, was ich einen spannenden Aspekt finde, ist, wie können wir eigentlich Zirkularität messen? Können wir Zirkularität jetzt am Ressourcenverbrauch messen? Können wir das am CO2-Verbrauch messen? Eigentlich können wir das gar nicht so richtig messen. Und aus dem Grund haben wir einen Circularity Performance Index letztendlich entwickelt, wo wir sagen, an verschiedenen, was geht rein in ein Gebäude, woher kommt das, wie wird es verbaut und wie kann es wieder rausgehen, in welche Quellen. Diese ganzen Informationen nehmen wir zusammen und machen am Ende kalkulieren wir einen Score zwischen 0 und 100, der sagt, wie zirkulär ein Gebäude ist. Und das ist Open Source, ist alles dokumentiert, kann man online alles nachlesen. Das heißt, Planende können in Zukunft wirklich schauen, wie zirkulär ist mein Gebäude. Und was wahrscheinlich in Zukunft passieren wird, ist, dass Förderung eben und vielleicht auch Ausschreibungen, Wettbewerbe an einen Zirkularitätsindex angehängt sind, zu sagen, okay, das Gebäude, was hier gefördert werden soll, oder das Gebäude, was den Wettbewerb gewinnt, das muss einen bestimmten Threshold von einem Circularity Performance Index erfüllen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, das wichtigste Problem ist gar nicht diese tollen technischen Dinge, sondern es ist ja technisch alles möglich. Sondern am Ende ist es die Regulatorik, wurde ja heute auch schon oft erwähnt, die sich verändern muss, die kennt letztendlich wiedergewonnene Materialien gar nicht. Und das ist ein großes Problem, wo wir auch sagen, okay, dann lass uns die Regulatorik mit den eigenen Mitteln schlagen. Die Norm ist in jedem bekannt, die Baubranche liebt die Norm. Was wir machen ist eigentlich, wir können sagen, okay, wir wollen weniger die Norm, ist schwierig. Wir sagen, okay, dann lass uns doch einfach mit der DIN zusammenarbeiten und selber die Norm Richtung Zirkularität von Materialien schreiben. Zum Beispiel haben wir jetzt eine DIN-Norm, die nächste Woche verabschiedet wird, mit dem Namen DIN-Spec 91484, die letztendlich definiert, wie wir Materialien in Gebäuden aufnehmen, um zu bewerten, ob wir das Gebäude
wirklich abreißen oder umbauen und was wir mit diesen Materialien in den Kreislauf machen. Da arbeiten wir zusammen mit 30 führenden Unternehmen in der Branche, um wirklich einen Marktstandard, einen Branchenstandard zu schaffen, wie wir Zirkularität von Materialien in Gebäude bringen. Bei der DGNB mit dem Gebäuderessourcenpass ist auch eine Entwicklung passiert, die beim Neubau sehr, sehr spannend ist, wo wir jetzt wirklich keine Zertifizierung mehr haben können, ohne dass wir unsere Materialien dokumentieren in neuen Gebäuden. Natürlich muss das jetzt auch auf Bestandsgebäude ausgeweitet werden. Wir von Concula, wir haben knapp 250 Projekte in den letzten 3 Jahren gemacht. Das sind alles große Gebäude mit 45 Personen. Aber wenn man das in Relation stellt, jedes Jahr werden in Deutschland 20.000 Gebäude abgerissen. Das ist also nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es ist zumindest Zeit, dass da ist das Potenzial. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir von Concula das auch nicht alleine schaffen. Wir wollen das auch nicht, sondern wir wollen eigentlich ermutigen, dass alle in der Wertschöpfungskette diesen Gedanken aufnehmen und dann wirklich gemeinsam an einer zirkulären Zukunft arbeiten. Und deshalb haben wir das Concula Circularity Partner Programm gegründet, wo wir sagen, okay, wir nehmen die 55 führenden Unternehmen in dieser Branche zusammen, um dann wirklich einen Austausch untereinander zu haben. Das sind Hersteller, das sind Projektentwickler, Architekturbüros, auch GUs und so weiter, die sich untereinander austauschen, gar nicht mit Concula, zu schauen, Best Practices und so weiter und zum Teil auch Projekte untereinander machen, um dann wirklich die Baubranche voranzubringen in Bezug auf zirkuläre Bauweisen. Was natürlich spannend ist, sind am Ende Projekte. Deswegen möchte ich ein paar von den Projekten, die wir durchgeführt haben, vorstellen. Unter dem Titel Zirkuläres Umbauen ist möglich. Ein erstes Projekt, was eigentlich ziemlich cool war, ist die alte Stadtbücherei in Augsburg. Ich glaube, 10.000 Quadratmeter musste leider abgerissen werden. Was wir dort gemacht haben mit der HS Augsburg, das war auch im Zuge von einem Kurs, dass dieses komplette Gebäude digitalisiert wurde mit unserer Software und dann eben verkauft wurde. Und 80% der Materialien, die hier zu sehen sind, also es ist wirklich alles Mögliche, selbst die Vorhänge wurden verkauft. Und das wurde auch ausgerechnet, natürlich CO2-Einsparung, aber auch wie viel Geld wurde hier gespart. Also die Deponiekosten und Rückbaukosten wurden um 600.000 Euro vermindert, nur durch den Verkauf dieser Materialien. Und das ist natürlich schon immens. Der Einsatz für das Bauamt Augsburg lag bei knapp 10.000 Euro. Dadurch konnten sie 600.000 Euro sparen. Also es ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch. Ein anderes Beispiel ist das Behrensbauen in Düsseldorf, steht am Mannesmann-Ufer, ehemalige Vodafone-Zentrale, ist denkmalgeschützt, wird also nicht abgerissen zum Glück, aber der Innenausbau wird natürlich verändert, weil da eine Behörde reinkommt. Und wir haben da unendlich viele Materialien, sei es zum Tobeleuchten, sei es Lindner Systemtrennwände und vieles mehr. Und das sind natürlich auch Materialien im Ausbau, die sind zum Teil 10 Jahre alt, 5 Jahre alt. Die sind in einer super Qualität. Wir haben die aufgenommen. Wir haben all diese Materialien innerhalb kürzester Zeit verkauft. Das sind Tausende von Systemtrennwänden, die jetzt in Gebäuden in ganz Deutschland wieder eingebracht wurden. Genauso wie die Leuchten, die dann aufbereitet werden mit LED und dann einfach wieder in den Handel kommen, wie neue Leuchten mit entsprechender Gewährleistung. Wir reden hier auch viel über Ziegelstein, deswegen auch ein paar Projekte, die wir in diese Richtung gemacht haben. Das ist ein Projekt mit Katter-Wittfeld-Architekten. Man sieht auf der linken Seite einen Schulbau, knapp 10.000 Quadratmeter Ziegelfläche. Und was hier die Idee war, ist zu sagen, okay, das Ziegelmauerwerk wird abgetragen, Schicht für Schicht. Und die Ziegel werden in Verblender geschnitten und dann an die Fassade von den neuen Gebäuden angebracht, die hier, hier auf der rechten Seite gesehen sind. Das sind entsprechende Wohngebäude. Das heißt, wir sind dann vor Ort gegangen und haben eben die Ziegel rausgenommen, haben eben auch geschaut, okay, wie lange dauert das, diese Ziegel eben zu lösen. Das ist leider nicht Lehmmörtel gewesen oder ein großer Zuschlag an Zementmörtel, was eine große Herausforderung ist, weil Lehmmörtel, also Ziegel mit Lehmmörtel lassen sich relativ einfach lösen,
schön palettieren und so weiter. Hier haben wir halt einen relativ hohen Verlust gehabt und haben das auch geschnitten, haben alles geschaut, wie lange dauert das, auch ökonomisch beurteilt, ist das sinnvoll, was sind die Mehrkosten und so weiter. Die Mehrkosten waren ungefähr 5% der eigentlichen Fassadenkosten, das heißt wirklich in einem Rahmen, der total vertretbar war und der auch durch entsprechende Fördermittel dann einfach mitgefördert werden kann. Ein anderes Beispiel, wo wir mit Wienerberger zusammenarbeiten, das ist ein Projekt, was gerade am Laufen ist, ist Siemensstadt Square in Berlin. Das ist ein Riesenareal mit ganz vielen Gebäuden, die eben auch aus Ziegelstein bestehen. Hier haben wir zwei Gebäude identifiziert mit Ziegelstein, die rückgebaut werden. Und dort sieht man, wie hier Proberückbauten durchgeführt werden. Also eine Fläche wurde markiert und dann wurde auch, wie eigentlich bei dem Beispiel gerade eben, einfach mal geschaut, wie lange dauert es, diese Ziegel rückzubauen, wie ist die Qualität der Ziegel, wie lange dauert es, die zu palettieren, um auch einschätzen zu können, wie ökonomisch ist das sinnvoll. Hier sieht man, die wurden auch entsprechend verprobt mit den entsprechenden Druckfestigkeitsklassen und so weiter, wie man das alles kennt. Hier sieht man, also die Ziegel davor waren Vollziegel, hier sieht man noch Ziegel, die auch wieder ausgebracht wurden, wurde alles geprüft und dann wurde eben angefangen, wie man hier so schön sieht, die Fassade Ziegel für Ziegel abzutragen und eben auf die Paletten, die man hier sieht, anzubringen. Und die Paletten werden dann eben wieder weiterverkauft. Also wir von Concola verkaufen 2 Millionen Ziegelsteine dieser Art pro Jahr. Das heißt, das geht in Gebäude jegliche Art von Hochhäusern bis zu privaten Gebäuden werden diese Ziegelsteine benutzt. Anderes finde ich auch interessantes Beispiel, weil von der Architektur sehr schön ist die Uni-Bibliothek Dortmund. Dort findet leider auch ein Rückbau und Neubau statt. Hier sieht man, haben wir auch knapp 20.000 Quadratmeter aufgenommen und hier haben wir sehr außergewöhnliche Materialien zum Teil, die dann auch wieder eingebracht werden. Aber auch außergewöhnliche Projekte machen wir, wie zum Beispiel Stadion. Es sind natürlich auch Bauten. Hier war für die Europameisterschaft 24 mussten 10.000 Quadratmeter der Haupttribünen und der VIP-Arenen umgebaut werden. Und da ging es zum Beispiel um diese 4.000 Stühle, die man hier sieht, diese schönen roten Stühle, die zum Beispiel wir innerhalb kürzester Zeit verkauft haben, weil natürlich auf einmal alle VfB Stuttgart-Fans kamen und irgendwie einen Stuhl bei sich zu Hause haben wollten. Aber auch sowas wie diese Fenster, diese Rundfenster wurden verkauft. Eben da wurde ein Gebäude um dieses Fenster gebaut. Also da sind schon ganz interessante Dinge passiert. Aber das spricht auch so ein bisschen, wo die Architektur sich hinbewegt. Form follows availability. Das heißt, ich schaue mir erst an, was für Materialien habe ich zur Verfügung und plane danach als andersrum. Vielleicht auch bekanntes Projekt ist der Karstadt am Hermannplatz. Man sieht, wie dieser Karstadt in Zukunft aussehen soll. Aktuell oben rechts das Bild, wie er aktuell aussieht. Und hier war die große Herausforderung, eben so viel Materialien wie möglich wieder zu nutzen. Was wir hier gemacht haben, ist knapp 40.000 Quadratmeter zu digitalisieren. Was dann passiert ist, ist, dass wir einen Materialkatalog erstellt haben und dann Architekturwettbewerb eben ausgerufen wurde. Architekturbüros wurden eingeladen, denen wurde gesagt, das sind alle Materialien, die in diesem Gebäude enthalten sind. Jetzt gibt uns einen Entwurf, wie das Gebäude umgebaut wird, basierend auf den Materialien, die hier gefunden wurden. Und die Gewinnerentwürfe, die waren auch sehr, sehr spannend. Also viele der Materialien, die man hier sieht, wie zum Beispiel diese Materialien, werden auch wirklich wieder eingebracht in das Gebäude, sodass es war ein Gesamtkonzept, bis zu 70% CO2 eingespart werden, unter anderem auch, weil natürlich die Grundstruktur erhalten bleibt. Ein anderes Beispiel zeigt, wie hier Fenster ausgebaut werden, weil oft heißt es ja auch, Fenster können nicht wieder genutzt werden. Funktioniert natürlich nicht immer, aber hier diese Fenster waren erst 5 Jahre alt, wurden ausgebaut und wurden einfach wieder in ein anderes Gebäude eingebaut. Anderes spannendes Beispiel ist von der FAZ, auch ziemlich großes Gebäude, wo wir auch mit Wienerberger zusammenarbeiten, wo wir natürlich auch sehr, sehr viele Ziegelmauerwerke haben, wo jetzt letztendlich auch die Ziegel wieder einfach zurückgebaut werden, palettiert werden und wieder eingebracht werden. Es könnte so einfach sein, es wird aber oft nicht gemacht. Und auch ein Gebäude, in dem wir leben, wo man auch nicht leben, aber arbeiten, zum Teil auch leben,
wo wir arbeiten, auch kann man auch gerne besuchen, ein Gebäude, was 80% aus wiedergewonnenen Baumaterialien entstammt. Super spannend ist, weil alle Materialien erzählen eine Geschichte. Und das ist, glaube ich, das Spannende an solchen Dingen. Und ich glaube, als vorletztes Beispiel noch ein Büro, wo auch alle Materialien, die man hier sieht, wieder aus wiedergewonnenen Quellen stammt. Und das letzte Beispiel eben auch ein Tagungszentrum in Feldafing, wo es dann auch zum Beispiel Tagungsgebäude gibt. Also es sind nur ein paar von super vielen Gebäuden, die in den letzten 3 Jahren wieder eingebracht wurden, die zeigen, okay, es ist möglich, Materialien wieder einzubringen. Und gerne können Sie auch einfach mal schauen, shop.concula.de. Wir haben einige Materialien dort drin, wir haben noch viel, viel mehr. Kommen Sie gerne auf uns zu und damit vielen Dank. Vielen Dank, Dominik Campanella von Concula, für diesen Einblick in das zirkuläre Bauen. Ich glaube, das ist Pionierarbeit, die da geleistet wird. Und es ist nicht einfach, sowohl für Architekten, aber auch natürlich für diejenigen, die sich entschließen, ihre Materialien mit in eine Datenbank zur Verfügbarkeit zu geben. Fragen. Das habe ich geahnt, dass jetzt ganz viele Fragen kommen. Ja, bitte, wir brauchen ein Mikrofon hier vorne. Habt ihr die Lagerung auch irgendwie mit einkalkuliert? Beziehungsweise wollt ihr es nur von der Baustelle wegverkaufen? Mhm. Und wenn Lagerung, wo gelagert? Weil das bedeutet ja wieder Versiegelung. Ja, also Lagerung und Logistik ist ein super wichtiges Thema, woran auch viele oft scheitern. Und da gibt es verschiedene Strategien. Die erste Strategie ist, das Gebäude selber als Lager zu betrachten. Letztendlich ist ja jedes Gebäude Lager. Oft stehen Gebäude leer vor dem Rückbau. Das heißt hier, klar, es kommt darauf an, sind das tragende Elemente oder nicht, kann der Rückbau quasi auch schon in Phasen stattfinden, wenn das Gebäude leer steht und dann immer wieder Materialien rausgenommen oder auch zwischengelagert werden in den Gebäuden oder auf Flächen eben auf dem Grundstück. Das ist die erste Strategie. Die zweite Strategie ist, und das ist natürlich, was wir präferieren, weil Lagerung kostet auch Geld, die zweite Strategie ist, die Materialien eben auch an Hersteller, verarbeitende Unternehmen und so weiter so zurückzugeben, die dann quasi die Materialien nehmen und dann verarbeiten direkt und dann ja letztendlich bei sich wieder lagern. Und das Dritte ist, dass wir gerade auch systematisch Lager aufbauen. Also wir haben ein Lager in Berlin, in Frankfurt, wir werden Lager in Stuttgart und auch München aufbauen, wo dann eben zwischengelagert werden kann, aber auch immer nur mit dem Aspekt, wenn wir die Materialien schon wieder verkauft haben. Das heißt, oder wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir die Materialien in einer sehr, sehr kurzen Zeit verkaufen, so mit, dass die Lagerkosten nicht sehr hoch sind. Und so schaffen wir das. Und das, was wir eben nicht einlagern können und nicht verkaufen, bevor der Rückbau stattfindet, und das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, wir verkaufen die Materialien schon weit davor. Das heißt, wenn der Rückbau stattfindet, wissen wir schon, wo diese ganzen Materialien hingehen. Und wenn die Materialien, die wir nicht verkaufen, die gehen dann leider den Weg, den sie eben heute gehen und landen auf der Deponie. Wie lange im Durchschnitt liegen denn die Materialien auf Lager? Ja, zum Teil nur ein paar Tage. Und also es kommt natürlich darauf an. Bei den Ziegelsteinen gibt es so eine Saisonalität von Ziegelsteinen. Da haben wir natürlich im Frühjahr und Herbst viel, viel mehr als im Sommer oder im Winter. Und da lagern sie zum Teil nur ein paar Wochen, je nachdem, wie viel rein oder rauskommt. Aber unsere Lager sind relativ leer. Noch eine Frage, ja. Sie haben von der Materialdigitalisierung gesprochen, ein sehr interessanter Aspekt. Wie muss man sich das vorstellen, wie personalintensiv ist es? Weil Sie haben das Beispiel Karstadt, glaube ich, gebracht, 40.000 Quadratmeter. Wie digitalisiert man diese Materialien? Ja, also es gibt auch verschiedene, ja, wir nennen es Level of Detail, also wie detailliert möchte man ein Gebäude aufnehmen. Aber wenn wir standardmäßig alles aufnehmen, wo wir sehen, da ist Potenzial für die Wiederverwendung, brauchen wir für 10.000 Quadratmeter ungefähr einen Tag. Beim Karstadt am Hermannplatz haben wir mit Vor- und Nachbereitung circa eine Woche gebraucht. Also das ist extrem schnell. Wir haben es zum Teil, wir kriegen den Auftrag, sind nach 2 Tagen im Gebäude und nach einer Woche haben wir es komplett auf der Plattform. Also wir machen, das ist quasi das, was wir jeden Tag machen. Wir haben, wie gesagt, 45 Leute, die sich da den ganzen Tag nur darum kümmern. Das heißt, wir haben einfach so viel Erfahrung, dass wir, und wir machen das, also letztendlich das Ziel von den 45 Personen sind ungefähr 15
in der Produktentwicklung, das heißt ProgrammiererInnen und so weiter, die sich den ganzen Tag nur damit auseinandersetzen, wie können wir die Software so effizient wie möglich gestalten, weil am Ende ist die Baubranche, da geht es ums Geld. Und je schneller wir das machen können, desto mehr Gebäude können wir machen, aber desto günstiger ist es natürlich auch für die Auftraggebenden. Da ist noch eine Frage, bitte. Also hier, Entschuldigung, ich wollte niemanden übergehen. Hier hinten war zuerst noch eine Frage. Wenn Sie sagen, wir machen, dann ist für mich unklar, ob Sie das tatsächlich ankaufen und verkaufen oder ob Sie nur Vermittler sind, weil das ist gerade für die Baubranche extrem relevant. Es kommt drauf an, es kommt auf das Material an. Also zum Beispiel in dem Beispiel, wie Wienerberger verkauft Wienerberger die Ziegel für sich selber. Wir versuchen primär die Materialien zu Herstellenden zurückzuverkaufen, damit die diese aufbereiten und dann wieder verkaufen über sich, weil man dann natürlich auch eine Herstellergarantie und Gewährleistung hat. Zum Teil verkaufen wir aber auch Materialien auf unseren eigenen Namen oder eben über anderen verarbeitende Unternehmen. Also zum Beispiel, wenn das Leuchten sind, die halt eine LED-Aufbereitung brauchen, dann haben wir spezialisierte Unternehmen, die diese LED-Aufbereitung machen, aber auch Prüfzeugnisse dazu geben, dass die Funktionstüchtigkeit geprüft wurde und entsprechend alle Nachweise vorliegen. Also es kommt sehr stark auf das Material an. Idealerweise, und ich glaube, das ist halt die Rolle der Herstellenden, sollte es in Zukunft über Herstellende gehen. Es gibt welche, die das sehr gerne machen, und es gibt welche, die sich halt noch dagegen sträuben, und mal schauen, wer von denen gewinnt. Und das Geschäftsmodell ist, Sie kaufen die Dinge, Sie kriegen sie geschenkt, Sie sind Teil des Abbruchs oder Rückbaus? Also wir nehmen einmal eine Gebühr für die Digitalisierung der Materialien, basierend auf der Größe des Gebäudes, und dann eine Provision beim erfolgreichen Verkauf der Materialien. Die Vorteile für den Gebäudebesitzer sind natürlich, dass Rückbaukosten eingespart werden können, aber natürlich auch Geld durch den Verkauf der Materialien gemacht werden. Also man muss beachten, früher zahle ich Geld dafür, dass ich etwas entsorge, jetzt kriege ich Geld dafür. Also das ökonomische Gleichgewicht verändert sich dadurch immens. Also und, Sie sind Vermittler, sozusagen. Kann man auch nicht sagen, also weil zum Teil kaufen wir die Materialien auch selber ein, aber idealerweise sind wir Vermittler. Und am Ende verlieren Deponien, aber ich glaube, das ist schon okay. Hier war noch eine Frage. Meine Frage schließt da euch an, nämlich diese Thematik der Zertifizierung. Also weil wir haben ja einfach immer das Problem, wer übernimmt die Gewährleistung. Wenn das jetzt direkt an Wienerberger zurückgeht, funktioniert das sicher wunderbar. Aber vor allen Dingen jetzt auch bei Fassaden, Isolierverglasungen, haben die dann entsprechend die den neuen Kriterien? Also ich habe jetzt so verstanden, ihr zertifiziert es auch. Also wir nicht uns, sondern wir haben natürlich unabhängige GutachterInnen, die letztendlich dann diese Gutachten durchführen. Wir arbeiten mit den gängigen Prüfinstituten zusammen, die dann eben die Kriterien ansetzen, die eben auch für neue Baumaterialien gelten. Wir sind natürlich dabei, auch bei der Politik anzustreben, es muss nicht alles geprüft werden, was bei neuen Baumaterialien geprüft werden muss. Es reichen auch entsprechende, und es kommt auch auf den Zeitraum an. Also klar, statische Elemente und so weiter, Brandschutz ist schon wichtig, aber es gibt manche Dinge, die man vor 5 Jahren geprüft hat, die muss man einfach nicht nochmal prüfen. Da arbeiten wir gerade dabei, dass das regulatorisch sich verändert, aber zum aktuellen Zeitpunkt wird einfach jedes Material so geprüft, als wäre es ein neues Material, mit den gängigen Prüfinstituten, mit den gängigen Gutachterinnen, und können damit auch entsprechende Gewährleistung geben. Das ist ein sehr großer Aufwand. Kommt aufs Material drauf an, aber am Ende ist die Frage ja, kostet mich das mehr? Und die Antwort ist nein. Also wir haben Materialien, bei denen wir günstiger sein können als neue Materialien. Das sind zum Beispiel Doppelbodenplatten. Lindner nimmt Doppelbodenplatten, hat eine eigene Produktionslinie, wo sie die aufbereiten und dann wieder einbringen. 30% günstiger als neue, 70% CO2-Einsparung. Die können aber nicht liefern, weil es so viel Nachfrage dazu gibt. Es gibt Materialien, wo sind wir kostengleich, aber es gibt auch Materialien, die wir teurer anbieten. Wiedergewonnene Ziegelsteine, die 80 Jahre alt ist, die kriegt man nicht mehr in der neuen Produktion. Und der Markt hat, da ist eine hohe Nachfrage, und das entspricht natürlich auch dem Preis, den wir dann setzen. Am Ende ist es am Ende eine Frage, was denn der Markt möchte, aber die steigenden Materialkosten, die wir bei neuen Materialien haben, die sind natürlich für uns gut, weil dadurch das ökonomische Gleichgewicht sich immer besser einbringt. Verlagert, ja. Vielen herzlichen Dank, Dominik Campanella.